Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich möchte euch recht herzlich heute aus Oberhausen grüßen. Oberhausen ist im Ruhrgebiet. In der Nähe vom Zentrum, vom Einkaufspark, gibt es hier auch einen ganz tollen Schlosspark. Also ich bin auch das erste Mal hier. Ich kenne mich selber hier nicht so doll aus. Möchte aber auch mal, wenn ich schon durch den Park laufe, euch durch den Park auch mal ein bisschen führen, in der Hoffnung, dass ich ein paar Sachen, die interessant sind, auch vor die Linse kriege. Von daher wünsche ich euch schon mal viel Spaß beim Zuschauen. Man hört, da ist eine Fußballgesellschaft und die haben Spaß. Man hört das Geröll einer Fußballtruppe, denke ich mal. Ja, wir wollen einfach so ein bisschen durch den Park schlendern, liebe Freunde, und hoffen, dass ich dann ein paar interessante Dinge vor die Linse bekomme. Das ist natürlich unwitzig, bei so einem Geröll hier gerade mal so ein Video zu drehen, aber ich habe da keine andere Wahl und hoffe trotzdem, dass es einigermaßen alles verständlich so rüberkommt. Also man kann auch hier oben, das ist so ein Spazierweg, auch sehr interessant gestaltet. Vielleicht schaffe ich es auch mal da drauf zu kommen gleich und dann kann ich von da aus auch mal filmen. Und wir gehen jetzt erstmal in Richtung Waldesmitte und hoffen, dass wir da ein paar interessante Dinge auch filmen können. Ja, das ist nämlich hier der Anfang auf dieser besonderen Brücke. Auf die könnte ich auch mal gleich kurz gehen, um mal so ein bisschen von da aus auch zu filmen. Also die Flora ist hier interessant, wirklich sehr naturbelassen. Das soll eigentlich Wasser sein hier, was so ziemlich grün ist, wie ein grüner Teppich aussieht. Eigentlich schade, aber die Enten, die Vögelchen fühlen sich wohl dann trotzdem noch einigermaßen wohl. Also der Belag hier auf der Brücke ist so ziemlich weich, wenn man da reintritt, das ist schön angenehm, darüber zu laufen. Oder auch hier zu joggen ist bestimmt auch mal ganz interessant. Die Gebrüllgesellschaft ist auf der anderen Seite der Wasserstraße, aber sind trotzdem laut genug, dass man die leider hier voll mitbekommt, weil das sonst auch mein Video beeinträchtigt. Ich will mal gucken, also ich will das euch auch mal zeigen. Was ist das noch für eine Gesellschaft? Ich habe erst mal vorhin gedacht, es wäre eine Fußballgesellschaft. Aber könnte auch etwas anderes sein. Also singen könnt ihr schon mal nicht. Also sehr schön, diese Brücke, dieser Tunnel hier. Die waren gerade mal eine Zeit lang ruhig, da dachte ich, die sind Gott sei Dank müde. Aber die haben wohl wieder Kräfte gesammelt. Aber es ist einfach wirklich sehr schön, hier drüber zu laufen. Weicher Boden, schöner Anblick und einfach schönes Umfeld, wenn man mal so rumguckt. Ich befinde mich gerade fast auf dem höchsten Punkt der Brücke. Die ist wirklich sehr schön, hat mir sehr gut gefallen. Und der Ausblick hier von hier aus ist auch wirklich sehr schön, liebe Freunde. Also, wenn ihr mal hier in Oberhausen seid oder auch im Zentrum und viel Zeit mitbringt, dann kann ich empfehlen, auch hier mal herzuschauen. Das kann sich durchaus lohnen. Also, das ist ja heftig, liebe Leute. Ich bin jetzt wirklich auf dem höchsten Punkt und weiter gehe ich, glaube ich, auch schon nicht mehr. Weil, wenn man läuft, wackelt das komischerweise. Vielleicht auch, weil der Boden auch so weich ist und irgendwie hat man das Gefühl, das schwingt, die Brücke schwingt und das ist schon durchaus, gerade für mich, durchaus beeinträchtigend. Also jetzt ist es so, die Truppe läuft daher und die Polizei fährt dann denen hinterher, um eventuelle Ausschreitungen vielleicht zu vermeiden, falls die Jungs doch noch oder Mädels auch, sind auch welche dabei, falls die dann, boah, jetzt stehe ich hier gerade, aber ein anderer
läuft an mir vorbei und die Vibration spürt ihr. Also ich verstehe nicht, was das soll. Dieses Gebrüll muss ja nun wirklich nicht sein. Man kann auch mal, liebe Leute, auch mal so schön sich unterhaltend entlang schleichen hier und die anderen Parkgäste gar nicht erst beeinträchtigen, stören. Das muss doch nun wirklich nicht sein. Also ich bin jetzt auf dem höchsten Punkt, auf dem Wasser hier angekommen. Und weiter gehe ich dann nicht mehr, weil ich dann hinten, in der Richtung ungefähr, nochmal, da habe ich einen Tierpark gesehen oder sogar von einigen Besuchern dann mal gehört. Ja, dann schauen wir mal. Ich habe den Boden auch nicht nur weich, sondern auch ziemlich bunt gestaltet, liebe Leute. Ich weiß nicht, wie die Stimme so rüberkommt, weil ich ja mit so einem Teleskop arbeite und die Kamera weg vom Mund ist, ob das so sprachlich noch aufzeichnungstechnisch ankommt, kann ich in diesem Augenblick nicht prüfen. Ja, der Eismann steht auch schon bereit. Also ich muss sagen, das ist jetzt doch so eine 5er, 6er Gruppe. Die haben auch so Fußballerschale um. Das muss also auch noch, was wir gerade hinten gesehen oder auch gehört haben, muss eine Fußballgesellschaft sein. Wir haben auch vorhin hier am Anfang des Parks ist auch so eine, also ein Amtsgebäude. Und da werden auch Trauungen durchgeführt. Da habe ich auch jede Menge Hochzeitsgesellschaften gerade gesehen. Ich fürchte allerdings, es gibt auch schwarze Schafe unter den Hochzeitstaubenzüchtern. Bei einer Gesellschaft habe ich beobachtet, dass ein Showmaster 3 Tauben mitgebracht hat. Und ja, mit den Tauben wurden erstmal Fotos geschossen. Und ja, dann wurden die Tauben einfach mal losgelassen. Eine Taube konnte überhaupt nicht fliegen. Die haben sie wieder eingefangen und konnten wieder in den Kasten legen oder stellen. Und die anderen zwei, die sind dann erstmal umhergeflogen, ziellos. Und dann konnte die eine dort am Haus landen und die andere dann im Baum. Und nachdem ich mein Video hier gedreht habe, es ist dann wirklich einiges an Zeit vergangen und diese Tauben saßen immer noch. Das heißt, diese Tauben sind untrainiert. Es ging hier beinahe nur um Profit. Und das ist unverständlich und unverantwortlich. Und eine Bitte an die Standesämter, an die Behörden, bitte verbieten Sie solche Maßnahmen vor den Toren der Standesämter. Und das muss nicht sein. Und auch ein Brautpaar würde nicht wollen, dass solche Tiere darunter leiden. In dem Sinne, denken Sie wieder daran, wenn Sie was in der Richtung buchen möchten. Also jetzt wird es auch klar, liebe Leute. Da hinten ist ja das Stadion. Und diese Leute, die wir gerade gehört haben, die laufen dann lautstark natürlich dorthin. Jetzt ist es auch klar. Wie gesagt, ich bin das erste Mal hier in diesem Park und kenne mich hier überhaupt nicht aus. Deswegen alles, was wir sehen, sehe ich auch das erste Mal, liebe Freunde. Also man riecht es schon, aber jetzt sehen wir es ja auch. Der Tierpark dahinter. Das muss ein Tiergehege sein. Aber da gehen wir vielleicht, wenn wir Zeit finden, auch nochmal durch dieses Gehege einmal kurz durch. Also hier sehen wir eine große Enten- und Wasservogelpopulation. Sieht zwar eklig aus, aber diese Naturbelassenheit macht es auch schon wieder interessanter. Und trotzdem ist das wirklich ein schöner Anblick, trotz diesem grünen Zeug, was auf dem Wasser sich befindet. Ja. Hier werden die Tiere gefüttert schon. Ja, hallo. Boah, sind die gierig. Die wollen, die sind gewöhnt, dass man denen immer was durchreicht. Deswegen wollen die nur eins, wenn man davor steht, irgendwas aus einem aus der Hand reißen. Aber wir wollen ja noch ein bisschen mehr sehen in diesem Park. Deswegen gehen wir erstmal weiter. Das sind diese Hirsch. Sorten, die wir gerade auch gesehen haben, dass man noch mal so ein bisschen was davon sieht. Alles eine Familie, heißt es.
Also hier kann man schön spazieren gehen Richtung Straße, hier tief in den Wald rein. Also so wie ich das sehe, wie gesagt, ich war ja selber noch nicht da, aber da kann man wirklich mal schön langen Spaziergang machen, so wie das ausschaut. Aber hier ist auch so ein Tiergarten, ein Kaisergarten. Hier sind auch mehrere Tiergehege drin und die wollen wir uns mal ein bisschen anschauen. Also hier kann man noch ein bisschen sich orientieren, was man so gerne sehen möchte. Wenn man Zeit hätte, liebe Leute, kann man sich wirklich alles mal anschauen der Reihe nach. Aber ich würde mir gerne mal den Bereich der Vögel anschauen wollen. Weil ja mein Kanal überwiegend in diese Richtung auch zielt. Ja, gut besucht der Park. Ja, hier sind Schafe, das kommen wir gleich noch, aber hier können wir schon mal die Ziegen erstmal. Ach, guck mal, da sitzt einer oben. Hallöchen. Na du? Ja, der hat die Ruhe weg. Hier ist einer. Also, den Gestank. Schön, dass ihr den gerade nicht wahrnehmen könnt. Also es ist Natur pur hier, den man nicht nur sieht, sondern auch riecht. Das ist aber eine ordentliche hier, aber auch eine hübsche. Also die Schafe, können wir, warten, kann ich was sehen? Ich sehe nichts, doch jetzt. Jetzt sehe ich was. Aber die werden hier auch verwöhnt. Und hoppala. Ja, wenn man sich so schnell bewegt, dann sind die sehr schreckhaft, stellt man fest. So ein kleiner Miniteil für die Gänse. Und die Ziegen haben auch hier genug Platz. Und genug abwechslungsreiche Spielgeräte. Also finde ich gut, haben die gut angelegt, muss man sagen. Respekt. Hier können sich die Tiere eigentlich nur wohlfühlen, so wie das sieht. Aber gucken Sie mal. Ja, liebe Leute, guckt ihr mal alle her. Das ist jetzt schon alles sehr großzügig angelegt. Und die Tiere scheinen sich wohl zu fühlen. Was sind das denn für Tiere? Ziegen, ja klar, steht auch dran. Die Welt der Ziegen. Mhm. Auch hier ist so ein kleiner Miniteich angelegt. Das Stadion hört man teilweise bis hierhin. Genau hinter diesen Bäumen. Ist das Stadion und wir sind auch in dem Gehege der Vögelchen angelangt. Also hier sind überwiegend Wellensittiche drin, liebe Freunde. Wow, also dort ist das Futterhaus und dort treffen sich die meisten auch. Aber es ist ein riesen Gehege, riesen Voliere. Ja, Leute, so eine Voliere würde ich mir wünschen. Wirklich sehr schön angelegt, sehr groß und ich bin sicher, dass sich die Tiere, die Vögelchen hier sau wohl fühlen. Ach guck mal, die liebkosen sich hier, guck mal. Erkennen die nichts, lassen sich auch nicht stören. Richtig so. Okay. Das ist ja süß. So wie sie miteinander umgehen, da sind die Wellensittiche doch ganz anders. Wir gehen mal weiter, vielleicht finden wir noch ein paar. Also im Winter haben die auch so ein Schusshaus da hinten. Da können die auch mal sich zurückziehen, wenn es kalt wird für die. Ja, ist auch schön, dass sie auch daran gedacht haben. Also, wir haben hier interessante Hühner mit Gefiedern am Bein. Und auch am Kopf. Hallöchen. Ja, bist aber neugierig, ne? Ja, was ist das denn? Ja, was ist das? Da guckst du was. Ja, die sind ja wirklich neugierig. Und aber auch hübsch. Also ehrlich, das sind wirklich sehr hübsche Hühner. Seidenhühner nennen sich die. Huhn mit Katzenfell. Ja, so ungefähr, ne? Huhn mit Katzenfell. Hier sind auch ein paar andere Rassen. Sehr, sehr bright Huhn.
Oder ist es, ja, wird wohl ein englisches Wort sein, nehme ich an. Nicht, dass ich hier irgendwie falsch ausgesprochen habe. Ja, dann wollen wir mal weiter schauen, ob wir noch ein paar Sachen finden. Die sich lohnen, es für euch aufzuzeichnen, liebe Leute. Also, hier hinter sehe ich noch sogar Kälber und ja, Kühe. Wollen wir mal eben kurz rüber gehen. Da ist eine Kuh oder ein Ochse da hinten. Aber das hier ist eine Kuh. So, machen wir. Ja, ist das nicht herrlich, Leute, wie auf dem Bauernhof, ja? So ein Hühnergesang und das ist wirklich schön. Wenn man mal noch ein bisschen runterschalten möchte, mal ein bisschen die Natur, die Tiere genießen möchte, dann kann man ja mal wirklich hierher kommen. Heute ist Samstag, also es ist ein Wochenendstag, deswegen aber auch richtig gut besucht. Ich bin sicher, wenn man mal wenn man das noch ruhiger mag, ja, dann kann man auch mal in der Woche sicherlich hierher kommen und dann das in aller Ruhe noch mal filmen. Ja, was ist denn mit dir? Aber der kam angerannt. Ja, das ist aber nicht zu futtern, du. Das kannst du nicht fressen. Aber du kannst gerne mal da reingucken. Und das ist hier der Herr des Hauses, nehme ich an, und wacht über die. Ja, über seinen Clan hier. Guck mal. Ja, ist ja. Die sind ja wirklich sehr niedlich und die wirken aber auch auf einen sehr beruhigend. Ja, was ist denn? Wie siehst du denn aus? Wenn man, du hast ja so ein Gesichtshaare oder Gesichtsfedern, links und rechts. Also diese Rasse nennt sich wohl Araucaner. Ja, also das höre ich das erste Mal heute, liebe Leute. Ja, auch recht interessant. Wir haben schon 17 Minuten gefilmt bis zu diesem Punkt. Wird verdammt lang, das Video. Ich hoffe, was ist das denn? Ich hoffe, dass es euch nicht sehr langweilt und ihr trotzdem so ein bisschen Spaß habt. Ja. Ein Einhorn? Nein, Scherz beiseite. Ein Lama, schwarz. Und ein braunes. Und ich hoffe, die spucken einen nicht an. Also wie gesagt, Leute, das Video wird lang, aber hoffentlich auch abwechslungsreich und dadurch für euch doch noch interessant, weil ich möchte wirklich so viel wie möglich für euch einfangen, bildtechnisch, und hier auf den Bildschirm transportieren, damit ihr so viel wie möglich von diesem Park sehen könnt. So ein Video. So ein Video sollte man sich nicht jetzt durch den Tür und Angel anschauen, wenn man mal wirklich ein bisschen Zeit sich nehmen kann, zu Hause sich hinsetzt und mal sich am Bildschirm, am Computer oder sonst wo in aller Ruhe anschauen kann. Das ist wieder so meine Welt, den Tauben, immer wenn ich die sehe, werden da auf den Bildschirm geholt, liebe Leute. Also auch Gänserich. Hallöchen, also interessantes Gefieder haben die. Gewellt. Die tragen Dauerwelle, liebe Leute. Aber sehr hübsch, schön anzusehen. Die haben auch einen schönen Teich da hinten. Ich denke mal, auch diesen Tieren geht es hier gut. Die haben ja wirklich genug Auslauf, genug Beschäftigung. Gut, so ein Gehege kann für Tiere nicht groß genug sein, das ist das eine, abgesehen davon. Aber da ich ja schon viele andere Gehege und Aufbewahrungsboxen und Möglichkeiten gesehen habe für die Tiere, ist das hier schon eigentlich recht gut und recht vertretbar. Diesen Anblick möchte ich euch auch nicht vorenthalten, liebe Leute. Wir sind gerade auf einer Brücke und von hier aus der Anblick ist so in die Natur rein, in dieser Konstellation wirklich auch sehr sehenswert. Also in dieser Richtung gehe ich nicht mehr, weil wir dann uns dem Stadion nähern und das Gebrüll dann immer lauter wird.
und wir sonst unser Video nicht besprechen können. Also wir bleiben hier ein bisschen noch mittig im Wald. Wir bleiben dann noch ein bisschen mittig im Park und versuchen hier noch ein paar interessante Dinge zu finden, die ich euch sehr gerne zeigen kann. Also wirklich so ziemlich alles äußerst naturbelassen. Wenn ich diese beiden hübschen Kanadagänse da sehe, mal gucken, ob ich das mal ein bisschen heranzoomen kann. Ja, kann ich. So. Wie gemütlich die da sitzen und einfach mal den Ausblick genießen. Herrlich. Und darunter schwimmen so die Enten friedlich daher. Hier ist auch ein einsames Tier im Riesengehege. Die anderen sind wahrscheinlich irgendwo und haben sich schlafen gelegt oder sonst was. Siesta machen sie vielleicht. Ja, hier ist auch ein kleiner Bienenstaat angelegt. So, die haben das Haus am Meer, sozusagen. Haben ein schönes Plätzchen erwischt. Für sich, die Bienen. Also das Wasser sollte eigentlich blau sein oder irgendwie grün, grünlich oder so, aber das hier ist schwarz. Bulkigerweise. So sollte ein gesundes Wasser nicht aussehen. Aber die Tiere scheint es nicht zu stören. Und die Gänse, guck mal, die haben sich super entwickelt. Das heißt, die finden hier alle genug Nahrung. Oder werden zugefüttert, ich weiß nicht. Also auf jeden Fall sind die Tiere hier gut in der Entwicklung. Also die sind wirklich, ich habe noch kein Tier gesehen, was so ein bisschen abgemagert oder ausgehungert ausgesehen hat. Entweder gibt es hier wirklich genug zu fressen oder die werden zugefüttert von den Parkbetreibern. Ich sehe gerade, da ist jemand hier, wo wir gerade davon gesprochen haben, liebe Leute. Da ist einer mit einem Eimer in der Hand, läuft rum und füttert die Tiere. Wahnsinn. Achso, ob ich das geahnt hätte. Werden auch die übrigen Tiere gefüttert hier in allen Gehegen? Ja. Oder nur diese hier? Nee, alle. Alle? Ja. Also, die Hälfte haben wir schon, da drüben wird noch gefüttert. Da gehen sie rum mit dem Eimer und füttern so Gehege für Gehege. Deswegen habe ich gerade schon gelobt, dass die Gänse und so weiter gut in der Entwicklung sind, gut da. Deswegen waren die so schon friedlich. Ja, klasse. Also auch hübsche Hühner hier. Kaum haben wir darüber gesprochen, schon sehen wir das auch live, dass die Tiere wirklich zugefüttert werden. Und deswegen sind die auch sehr gut in der Entwicklung. Und ist doch schön, das auch so zu. So live mitzubekommen. Also liebe Leute, wir sind am Ende des Parks oder des Bereiches, den wir gegangen sind, angekommen. Wir hätten noch den Rundgang größer machen können. Ich könnte noch einen weiteren Rundgang drehen, aber das würde das Video wirklich zu sehr aus dem Rahmen sprengen, was die Zeitlänge betrifft. Wir wollen noch mal einen letzten Blick auf die Pferde schmeißen und dann können wir uns, liebe Leute, so mal wie friedlich sie dann daher galoppieren oder spazieren. Einfach schön. So, nachdem wir uns auch die Pferde angeguckt haben, liebe Leute, ist hier der Ausgang, so eine Drehtür, durch die man dann auch den Park verlässt, und das machen wir jetzt auch. Aber ich möchte mich bei allen, die dieses Video eingeschaltet haben und auch bis jetzt zugeguckt haben, ja, vielen Dank dafür. Und wenn es euch auch noch ein bisschen gefallen hat, lasst mal auch einen Daumen da, am besten nach oben. Und dann hoffe ich, dass wir uns bei einem nächsten Video wieder hier an diesem Bildschirm treffen, liebe Leute. Bis dahin, bleibt gesund, alles Gute und tschüss.